Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Herzmenschlegung. Allerdings dieses Mal ein bisschen anders. Wir schauen auf die einzelnen Tierkreiszeichen der Herzmenschen und in dieser Legung ist das Zeichen Fische dran. Das heißt, wenn dein Herzmensch im Sonnen-, Mond-, Mars-, Venus- oder Aszendentenzeichen die Fische-Energie hat, dann könnte diese Legung hier wichtige Informationen für dich enthalten. Wir schauen wieder auf die Gedanken, Gefühle in deine Richtung von der Fischerenergie und was du innerhalb der nächsten 4 Wochen von deinem Gegenüber in deine Richtung erwarten kannst. Es ist eine allgemeine Legung, bedenkt das bitte. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich werde aber zu Beginn der Legung eine Hauptenergie springen lassen zwischen dir und deinem Fischer, Mann oder Fischefrau. Ihr münzt euch das um. Ich schaue immer aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Und anhand der Hauptenergie kannst du dann für dich prüfen, inwiefern diese Legung sich stimmig anfühlt oder nicht. So, wir lassen eine Hauptenergie zwischen deiner Fische-Person und dir springen. Was ist die Hauptenergie zwischen deinem Fischer und dir? Der Eremit ist auch eine Jungfrau-Energie. Vielleicht hast du oder dein Gegenüber auch irgendwo noch Jungfrau-Energien in sich. Es ist aber in erster Linie eine prüfende Energie. Es ist eine Rückzugsenergie. Vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl, dass du an deinen Fische-Menschen nicht so ganz rankommst oder dass da immer mal so eine Rückzugstendenz ist. Vielleicht wirkt dein Gegenüber auch ein bisschen ernster. Vielleicht. Ja, wie gesagt, hast du eher so das Gefühl, nicht dranzukommen. Der Eremit ist aber eine gute Energie, weil es ist auch eine prüfende Energie, eine analytische und eine sehr weise und reife Energie. Also wenn sich das hier schon mal stimmig für dich anfühlt, dann kannst du dir sicher sein, dass ja, einfach etwas geprüft wird, eure Verbindung geprüft, welche Zukunftsmöglichkeiten, welche Erntechancen hat diese Verbindung mit den 7 der Münzen. Hier geht es ganz viel um das Thema Geduld, Wachstum, Ernte. Was ich sehe, das ernte ich. Es ist aber auch mit dem Eremiten auch so eine Ernsthaftigkeit, ne? Also ich habe wirklich schon den Eindruck, dass dein Gegenüber oder du diese Verbindung, die ihr hier habt oder diese Situation, in der ihr euch befindet, auch sehr ernst nimmt. Also das ist jetzt hier nichts, wo es um eine Larifari-Geschichte geht, sondern hier ist wirklich Ernsthaftigkeit dahinter, ne? Man ist sicherlich nicht in der schnellsten Energie, aber dafür in einer sehr langfristigen Energie. Jetzt lasse ich mal aus dem Tarot, was kommt danach noch eine Hauptenergie zwischen deiner Fische-Person und dir springen. Was ist hier noch eine wichtige Hauptenergie? So, da haben wir hier die 7 der Stäbe. Konkurrenzdenken, Durchsetzung, Mars in Löwe-Energie. Ich habe den Eindruck, hier wird wirklich gerade geprüft. Das, also erstmal, wie gesagt, die Langfristigkeit und die Ernsthaftigkeit, dann auch das Thema, wie könnten andere reagieren oder agieren für diese Verbindung, eure Verbindung. Vielleicht hat jemand von euch so das Gefühl, sich immer durchsetzen zu müssen. Konkurrenzdenken. Und mit den 9 der Kelche geht es aber auch um das Thema Genuss, gemeinsame Zeit genießen, Lebensfreude. Aber ich habe den Eindruck, ihr habt hier noch nicht das Gleichgewicht gefunden. Entweder hast du oder dein Gegenüber, dein Fischemensch, hier immer so das Gefühl, das ist, sind so Extreme. Ne? Wir haben hier so dieses extreme Warten. Hier haben wir extreme Durchsetzung. Hier haben wir extrem Genuss und Gefühl. Leidenschaft, Prüfung. Und ich habe den Eindruck, da habt ihr noch nicht so dieses Gleichgewicht. Wir schauen mal, was denkt denn dein Fischer in Bezug auf dich aktuell? Was denkt dein Fischer in Bezug auf dich? So, da haben wir hier schon mal die Kraft. Das ist eine Löwe-Energie. Hier haben wir den Bube der Münzen. An der Unterseite die 2 der Stäbe. Ja, es ist ähnlich wie die Ausgangssituation, ne? Man versucht hier wahrscheinlich wirklich ein Gleichgewicht, eine Entscheidung zu treffen zwischen
Leidenschaft, Ungeduld, dann aber auch wieder die Prüfung auf die Beständigkeit, Langfristigkeit. Und hier so dieses, ich kann mich noch nicht entscheiden, diese Entscheidungslosigkeit zwischen zwei Stühlen stehen, beziehungsweise hier die Zukunftsperspektiven prüfen. Ne? Dieser Mensch hat hier diese Weltkugel in der Hand, ist aber momentan passiv. Und ich habe so den Eindruck, man prüft hier tatsächlich das Potenzial dieser Verbindung, das langfristige Potenzial dieser Verbindung. Was denkt dein Fischemann oder Fischefrau aktuell in deine Richtung? Was denkt dein Fischer aktuell in deine Richtung? Ja, man. Also entweder geht es hier wirklich, das auch, ne? Das ist Annahme, Entgegenkommen, Versöhnung, Flirt, immer so diese Avancen, diese emotionalen Avancen und hier dann wieder so dieses eiskalte, unnahbare, ne? Und ich habe so den Eindruck, das ist auch so eine typische Fischerenergie, neptunisches Prinzip, mal greifbar und dann flutscht, ne? Flutscht der Fisch hier auch wieder raus. Und wahrscheinlich hast du auch das Gefühl aktuell bei deinem Gegenüber. Aber was denkt dein Gegenüber? Dein Gegenüber denkt hier wirklich, ich glaube, dem ist das auch selber bewusst, ne? Dass man hier immer mal, man prüft, wo es sich lohnt, für etwas einzustehen, für etwas zu kämpfen. Wie fühlt man hier eigentlich emotional? Und ich habe den Eindruck, dass es auch sein kann, dass dein Gegenüber, also die Fische-Energie, hier eventuell nicht unbedingt daran glaubt. Na, ich sag's gerade noch, guckt mal hier. Man schützt sich. Ich habe den Eindruck, dein Fischemann oder Fischefrau ist hier auch ein bisschen wütend auf sich selbst, weil man hat hier Verletzungen und man hat schon das Gefühl, dass du eine Person wärst, die zu ihm oder ihr durchdringen könnte. Und dann geht man hier aber schon wieder auf Abwehr. Ne? Und das ist aber für mich immer die Karte, was gewinne ich eigentlich wirklich, wenn ich hier einen Kampf gegen mich selbst gewinne? Das ist immer so ein Kampf gegen mich selbst. Ne? Hier ziehen sich andere raus. Gegen die eigenen Gefühle. Ne? Ich habe das Gefühl, deine Fische-Person kämpft gegen die eigenen Gefühle, obwohl man spürt, dass du hier zu diesem Menschen durchdringen kannst. Vielleicht hast du ja auch irgendwo Löwe-Energie in dir, Jungfrau-Energie in dir. Also irgendwie kämpft man so gegen sich selbst. Was fühlt dein Gegenüber, die Fische-Person, aktuell in deine Richtung? Ach, hier wieder die Königin der Stäbe. Na, wahrscheinlich hast du doch ganz schön viel Feuer in dir. Hier haben wir die drei der Münzen. Ja. Die Königin der Stäbe, man fühlt deine Unabhängigkeit, man fühlt dein Potenzial, dein Charisma, man fühlt deine Leidenschaft, dein Feuer. Und man fühlt auch, dass sich das mit dir immer mehr entwickelt, vom Lehrling zum Meister. Es geht dir um eine Weiterentwicklung, es geht um ein Wachstum auf der emotionalen Ebene. Ich habe das Gefühl, dein Gegenüber spürt hier, da baut sich etwas langsam auf. Man möchte hier gemeinsam mit dir etwas aufbauen. Hier, ne? Auch diese sieben der Münzen. Ich baue etwas auf, ich sehe etwas, was ich später ernten möchte, was lange währt, wird gut. Und ich habe den Eindruck, dass deine Fische-Person hier dir gegenüber die Gefühle, dass die sich immer mehr aufbauen. Aber man spürt auch, dass du ein Meisterwerk bist in dem Sinne, wie auch hier schon gesagt, dass du diejenige oder derjenige wärst, der zu dieser Fische-Person durchdringen könnte. Man spürt aber auch, man muss an sich selbst arbeiten. Also die Fische-Energie. Was fühlt deine Fische-Person aktuell in deine Richtung? Das gibt's ja nicht. Guckt euch das mal an, schon wieder die Kraft. Da ist ganz viel Leidenschaft und
ja, wie soll ich sagen, ganz viel Leidenschaft, Feuer. Man möchte das zähmen. Ich glaube, du löst in deinem Gegenüber auch Emotionen aus, die gar nicht so einfach sind für ihn oder für sie. Hier haben wir die 9 der Münzen, also auch wirklich diese absolute wertvolle Energie. Man fühlt auch, dass du in deinem Wert bist. Man fühlt ja, wie wertvoll du bist. Das fühlt man. Man fühlt wirklich, wie wertvoll du bist. Und ich glaube, man ärgert sich ja selbst, dass man sich so im Weg steht. Ja, jetzt war der Akku wieder leer, ihr Lieben. Also man ärgert sich hier selber, dass man sich eigentlich selbst im Weg steht. Jetzt lass uns doch mal schauen, was kannst du innerhalb der nächsten 4 Wochen von deiner Fische-Person in deine Richtung erwarten? Was kannst du hier von deiner Fische-Person in deine Richtung die nächsten 4 Wochen erwarten? So, da haben wir hier die 7 der Kelche und hier den Herrscher. Man tritt klar auf, man prüft, wo hat man sich eventuell etwas vorgemacht. Man eruiert gemeinsame Möglichkeiten. Man tritt aber hier sehr klar und fokussiert auf. Der Herrscher ist der König aller Könige. Das heißt, man prüft das Machbare. So habe ich den Eindruck. Man wird hier also sehr klar auf dich zukommen, geht hier jeglichen Illusionen aus dem Weg, wo das ja auch so typisch Fische-Prinzip wäre, eigentlich so dieses Neptunische, dieses nicht Klare. Aber hier wird man klar sehen in den nächsten 4 Wochen. Da kommt Klarheit rein. Was? So, da haben wir sie schon. Ja. Man geht aus dieser trotzigen Haltung irgendwie raus. Hier die Gerechtigkeit, etwas gleicht sich aus. Hier deute ich die 4 der Kelche, dieses Trotzige. Ich habe den Eindruck, dass deine Fische-Person bestimmte Vorstellungen hatte, die eigentlich von niemandem realisierbar sind. Und jetzt ist es möglich, dass deinem Gegenüber das selbst bewusst wird und dass man hier von Vorstellungen, die man selbst hatte, Abschied nimmt, weil das, wie gesagt, niemand erfüllen kann. Also man geht Kompromisse ein, habe ich das Gefühl. Man geht Kompromisse ein, man versucht einen Ausgleich zu finden und man spürt genau, wo habe ich vielleicht mein Gegenüber auch ungerecht behandelt. Also man ist hier sehr klar und man weiß, okay, da habe ich nicht fair agiert. Und hier versucht man wieder etwas in den Ausgleich zu bringen. Ich lasse hier mal noch eine Klärungskarte für die 4 der Kelche springen. Eine Klärungsenergie für die 4 der Kelche, bitte. Ja, hier. Dieses Schwankende. Na, man hat immer zu sehr geschwankt. Und jetzt trifft man hier aber Entscheidung. Jetzt tritt man klar auf. An der Unterseite guckt die Herrscherin, der Neubeginn. Und das ist jetzt mega interessant, weil wir haben hier den Herrscher und hier die Herrscherin. Also es wird hier immer mehr in die Beständigkeit und Stabilität gehen. Und ich glaube wirklich, deinem Gegenüber wird bewusst, was wirklich machbar ist. Man nimmt von seinen eigenen Illusionen Abschied, weil es einfach von niemandem zu erfüllen ist. Ne? Also wahrscheinlich hatte dein Gegenüber, was weiß ich, für Vorstellungen und jetzt wird ihm klar, eigentlich bist du hier schon das absolute Geschenk, aber nobody is perfect. Und jetzt wird deinem Gegenüber das bewusst, dass, weil die Gefühle ja einfach sehr stark sind, dass niemand alles erfüllen kann, was man sich vorstellt. Aber so eine neptunische Energie, und Neptun ist ja der Herrscher der Fische, und da ist auch interessant, dass ich das gerade sage, weil Saturn ist ja in die Fische gewandert und Saturn ist aktuell rückläufig. Das heißt, je nachdem, wann deine Fische-Person Geburtstag hat, hat hier Saturn Einfluss auf die Sonne. Das heißt, Saturn in Fische prüft ja wirklich auch das Machbare, prüft die Illusionen. Ne, wo habe ich mir selbst etwas vorgemacht? Wo habe ich Illusionen hier, die gar nicht realisierbar sind?
Und ich glaube, deinem Gegenüber wird bewusst, dass die Vorstellung von Liebe, Partnerschaft und einer Partnerin oder einem Partner, die man bisher hatte, von niemandem zu erfüllen sind, weil sie einfach nicht real sind. Und man nimmt dich so, wie man ist jetzt. Das, den Eindruck habe ich. Welche Karte wird denn hier noch wichtig? Botschaften von Herzen. Hüte deine Beziehung wie einen Schatz. Heilige Vereinigung. Ja, ne? Also hier ist schon eh eine ganz tiefe Bindung da. Und wichtig ist auch hier noch, das wäre vielleicht ein guter Hinweis noch für dich, passend auch hier zum Eremiten. Du willst etwas auf Biegen und Brechen erzwingen, lass den Dingen Zeit. Ne? Also dein Gegenüber braucht hier noch Zeit, aber man wird dahinter kommen. Lass es einfach laufen. Ne? Also Fische darf man auch nicht bedrängen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und drücke euch natürlich die Daumen mit eurem Fischemenschen und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.